Das letzte Video hier am Yachthafen habe ich am 10. Februar gemacht. Das ist mal gerade 3 Tage her. Jetzt ein ganz anderes Bild. Hochwasser ist gesunken und die Nächte waren sehr kalt. Nur Schnee gab es hier keinen. Vielleicht 30 oder 50 Kilometer weiter weg sieht es ganz anders aus. Oder sah es ganz anders aus. Es waren so viele Leute unterwegs. Das sind die Altarme der Sieg. Diese Brücke wurde beim letzten Hochwasser zerstört. Sieht das nicht toll aus? Leider ist von der Stadt noch keinem aufgefallen, dass die Brücke defekt ist. Ja, die Leverkusener Brücke hat ja auch mindestens 1,5 Jahre Verspätung. Funkelnde Diamanten. Hier geht die Sieg in den Rhein über. Die Schiffe dürfen ja wieder fahren. Ja, hier in der Ecke sind wenig Leute. Mit der Fähre fahre ich auch oft rüber. Gibt im Mondorf noch eine andere Fähre, die sieht schöner aus. Das Schiff ist weg, da kann die Fähre übersetzen. Berufsschifffahrt hat immer Vorfahrt. Die Kirche hinten hört zu Grau-Rheindorf. Was die Natur so alles zaubert. Von der Entfernung sah es so aus, als wenn der Wald blüht. Sieht doch toll aus. Ach, ich kriege Besuch. Der große Scheuken, die Hinnemi. Bei dem schönen Wetter zieht es viele nach draußen.
Die Fähre hat einen anderen Liegeplatz zur Stadt Hochwasser. Mit welcher Geschicklichkeit der hier rausfährt. Für Fußgänger kostet die Überfahrt 1,20. Die Fähre gehört zum Verkehrsverbund. Und die Gänse schnattern wieder. Und der Wind geht. Jetzt habe ich das Mikrofon abgedeckt. Die Einfahrt zum Yachthafen. Das Hafenschlösschen. Das hat, glaube ich, zurzeit auch geschlossen. Na, hoffentlich kann man da mal wieder drin Kaffee trinken, Jörn. Sieht das nicht toll aus? Mit dem schönen Bild verabschiede ich mich jetzt. Tschüsschen.